Schönen guten Abend. Wir haben letztes Mal über Netzgeräte gesprochen, haben dabei passive Geräte oder Komponenten eingeführt, also vor allem Kabel, und haben dann gesagt, es braucht Komponenten, um auf ein Netz zuzugreifen, in einem Netz einzusteigen, gell? Und haben dabei eben diese Netzwerkkarten, gell, oder Network-Interface-Cards und die Modems aufgezählt, gell? Und haben da auch gesagt, es gibt diese Layers, die wir noch nicht gesehen haben, gell? Also Layer 1, Physical Layer, und dann eben Layer 2 dann, gell? Also dieser Data Link Layer. Und ja, diese Netzwerkkarten und die Modems, gell, die eben sind in beiden präsent, gell? Also sie stellen das physikalische Medium dar. Sie bauten das Signal auf, sie verstehen aber auch das Wort, gell, also ein Frame. Sie können da eine Adresse darin verstehen, gell, also sogenannte MAC-Adresse dann. Und ja, und damit können wir in Layer 2 nachbarschaftlich arbeiten, gell, also das Netz sieht den Nachbar auf Layer 2, gell, also soweit wir rufen können, hört man uns dann, gell. Ja, heute wollen wir da etwas weitergehen und ein paar typische Komponenten diskutieren und vorstellen, die wir brauchen, um das zu machen, das wir in der Topologie gesehen haben. Gell? Also um in einem Netz Geräte zusammenzuschließen, braucht man Komponenten, die eben dazwischen sind. Die Kabel alleine reichen nicht. Gell? Und ja. Und da haben wir mal zuerst zwei Komponenten, die miteinander verwandt sind, und zwar der Repeater und der Hub. Beide arbeiten auf Layer 1. Gell? Also Repeater und Hub verstehen nicht, was das Frame ist, das Wort, das wir übertragen. Sie verstehen nur, was das Signal ist. Gell? Und dahingegen haben wir dann die Bridge und heute vor allem den Switch. Die arbeiten laut Definition in Layer 2, aber vor allem eben der Switch, der eben etwas jünger ist als die Bridge und aktuell eben sehr stark eingesetzt wird. Dort gibt es auch Geräte, die verstehen Layer 3, nicht nur Layer 2. Ja, das wollen wir jetzt mal betrachten, und zwar das erste ist der Repeater. Der Repeater, den Repeater kennen einige von uns aus dem WLAN. Also wenn das WLAN nicht bis ins letzte Zimmer reicht, dann geht man gerne einen Repeater ins Netz geben, gell? Und dadurch so einer, gell? Und zwar haben wir dann die Möglichkeit, dass wir dieses Gerät haben, den Repeater, der uns das Signal weiterbringt, gell? Und im WLAN-Bereich können wir da einen Repeater haben, der entweder in einer bestehenden Wolke, also in einer bestehenden Zelle ist und dort eben das Signal neu aufbaut und in einem anderen Channel dann zur Verfügung stellt und damit eben dann ein größeres Netz dann macht, oder aber er ist ganz gern dann über Powerlan und dann Kabel mit dem Access Point oder mit dem Router verbunden und kann dadurch eben weiter weg dann eine neue Zelle aufbauen. Gell? Ja, das ist etwas, was wir eigentlich aus unserer Erfahrung kennen, gell? Repeater gibt es aber nicht nur im Wireless-Bereich, Repeater gibt es auch im Kabelbereich. Und zwar, wenn wir im LAN sind und wir haben da eine, ja, Kupferinstallation, gell, so Twisted Pair Installation, dann kann uns passieren, dass wir über die 100 Meter kommen. Gell? Und ja, da könnte man dann einen Repeater verwenden. Gell? Also Repeater, der das Signal dann, das Kabelsignal nimmt und neu aufbaut. Gell? Also das ist dann eigentlich ein sehr ja, eingeschränktes Gerät. Das nimmt einfach das Signal und baut es neu auf, gell? Ohne das Wort zu verstehen. Jetzt müssen wir nochmal zurückgehen zum WLAN-Repeater dort, gell? Der WLAN-Repeater. Es geht eigentlich über Layer 1 hinaus, gell? Also das haben wir da nicht gesagt, gell? Weil der geht nicht noch ein Signal neu aufbauen, da geht es schon lesen und einen neuen Channel bilden und, gell? Also der ist schon in den höheren Ebenen dann, gell? So, auf jeden Fall
Im Kabel gibt es das auch, gell? Also beim Kabel könnte man dann, wir hätten in der Schule damals, vor über 20 Jahren, anstatt eine, ja, so Glasfaser-Backbone-Netz zu bauen, ein Netz mit Repeatern machen können, gell? Ja, können Sie sich vorstellen, das wäre dann zwar auch, ja, gegangen, gell? Aber die Qualität des Netzes wäre dann vielleicht eine andere gewesen. Also ein solches Netz hätte man heute nicht mehr. Hätte man das damals mit 100 Megabit und mit, also fast Ethernet und mit Repeatern dann bis zurück in den Werkstätten gebracht, gell, da hätte man heute oder schon sehr bald ein großes Problem gehabt. Gell. Ja, also Repeater, gell, man kann auch ein paar hintereinander schalten, gell, und damit auch längere Strecken dann auf Kabel machen, ist aber nicht so wirklich toll. Gell. Also da, ja, lassen wir es mal. Gell. Mit Repeatern das Netz größer machen im LAN ist etwas, was man heute eigentlich ja auch versucht zu vermeiden. Gell. Also da geht man dann schon, wenn es geht, lieber auf, ja, auf Glasfaser oder so. Gell. Das mit Repeatern ist einfach, ja, ist die einfachere Lösung, weil Glasfaserinstallationen sind teurer, aber man hat dann ganz andere Qualitäten. Gell? Ja, wo haben wir Repeater noch? Gell? Also da haben wir dieses Beispiel ein, ja, in der Funktechnik, gell? Also das könnte in Südtirol da gemacht worden sein, gell? Südtirol, Land der Berge. Gell? Und das ist dann natürlich so eine Sache, weil wenn die Feuerwehr funkt und von einem Tal ins nächste funken soll, gell, da braucht sie vielleicht irgendwo einen Funkturm am Berg. Gell. Ja, und das braucht man schon öfter, gell, also nicht nur streng im Funk, gell, also wir haben ja auch die ganzen Umsetzer im Telekommunikationsbereich, Fernsehen, Radio und, gell, also da haben wir einiges, was wir haben und was wir brauchen da, gell, damit wir mit allem arbeiten können. Und etwas, was hier abgebildet ist, was ganz nett ist, gell? Es gibt Repeater auch im Bereich des Mobilfunks. Gell? Also wir sind hier nicht nur ein Land der Berge, wir sind auch ein Land der Tunnel. Gell? Und damit man im Tunnel auch telefonieren kann, muss man ein Tunnel versorgen. Gell? Ja, und da gibt es solche Installationen, die dann das Mobilfunksignal auch in einen Tunnel bringen. Weil ohne diese Installationen im Tunnel wäre es dann im Tunnel still, hätte man Funkstille. Gell? Okay, das da, ja, ist tolle Sache, gell? Also Repeater im Mobilfunkbereich. Ja, und dann haben wir hier noch etwas, und zwar, wir haben gesagt, es gibt diese Global Area Networks. Die Global Area Networks, die haben ja so Installationen, mit denen sie Internet rund um die Welt bringen. Gell? Und das ist zwar eine coole Sache, aber naja, die Welt, gell, also die ist groß, gell, also 40.000 Kilometer eine Runde. Gell? Jetzt wird man zwar nicht alle 40.000 Kilometer da so machen, gell, sondern kürzere Stücke, gell, aber Europa mit der USA zu verbinden, gell, je nachdem, wo wir starten, gell, haben wir halt trotzdem ja, 6.000, 7.000 Kilometer mindestens zu machen. Gell? Und das ist lang, das ist zu lang für Lichtwellenleiter. Und da braucht es auf dem Weg dorthin solche Repeater. Gell? Also, ich kann es euch vorstellen, wahrscheinlich wird niemand von uns jemals mit solchen Dingen dort arbeiten. Gell? Aber wir müssen wissen, auf dem Weg von Europa in die USA brauchen wir einige von diesen da. Gell? Nicht einen. Und ja, wenn wir hier so lesen, gell, da steht dann auch, was da so gemacht wird, gell. Also das da, das heißt, wir haben da alle 500 bis 1000 Kilometer einen großen, der da also die Flanken neu setzt und, gell. Also das ist eine aufregende Technologie, gell. Und nicht alle Betriebe beherrschen das, gell. Also brauchen sie auch nicht, gell. Also Global Area Network benutzen wir zwar alle, gell, aber niemand oder wenige von uns werden das dann auch selbst irgendwo installieren oder warten. Gell? Ja, das ist auch etwas Nettes, gell? Das sieht man normalerweise auch nicht bei uns. Gell? Und da steht eine, das ist eine Repeaterstation einer Glasfaserstrecke. Gell?
Also so wie es bei uns so Trafo-Hütler gibt manchmal für Elektroanlagen, gell, gibt es hier so ein Hütl, gell, für eine Glasfaserstrecke. Ja, bei uns manchmal sind diese Glasfaserinfrastrukturen irgendwo ja, versteckt, gell, unter Boden dann auch oder eben oberhalb und sie schauen aus wie eine Telefonzentrale vielleicht, gell. Also da ist, ja, gibt es ganz unterschiedliche Sachen, gell. Aber so schöne Hütler da, gell, so schöne Häuser, die gibt es nicht überall, gell. Ja, und ja, das sind so typische Sachen für Repeater, gell? Also Repeater im LAN, gell, setzt man sie weniger gern ein, gell? Aber wenn man das LAN verlassen und in die große weite Welt hinausgehen, dann braucht man sie einfach unbedingt, gell? Also das da kann man nicht daran vorbei. Gell? Ja, laut Definition sind die Repeater in Layer 1, gell? Aber ja, wie gesagt, da zum Beispiel WLAN stimmt es sicher nicht, gell? Okay, kommen wir zum nächsten. Das nächste ist ein Hub. Und der Hub ist streng genommen wie ein Repeater mit N Ports, gell? Also N Ein- und Ausgänge. Und nicht ein, ja, einer, der eben zwei Kabel dran hat, der hat viele dran. Und ja, warum brauchen der viele? Also mit diesen Ports hat man mit dem Hub die Sterntopologie implementiert und umgesetzt. Gell? Und ein Hub ist an und für sich ein dummes Gerät. Gell? Also wenn es ein Hub laut Definition ist, nimmt er einfach, liest ein Signal, das er von einem Port bekommt, gell? Und schickt das Signal an alle anderen Ports weiter. Das heißt also, wenn irgendetwas vom Port gelesen wird, gell, dann wird es auf alle anderen Ports geschrieben. Punkt. So. Ohne auf Kollisionen zum Beispiel zu achten. Ohne zu sagen, du Moment mal, da redet schon einer. Gell? Ja. Der Hub, der macht das nicht. Der Hub geht einfach her und baut das Signal neu auf und schickt es einfach an alle weiter. Gell? So wie ein Repeater mit N Ports. Und ja, das hat man früher halt so gemacht, gell? Ist inzwischen etwas anders. Inzwischen gibt es kaum mehr Hub-Installationen, neu kaum mehr zu bekommen, gell? Abgelöst wurden diese Hubs durch die Switch dann, gell? Also Switch ist intelligenter, der kennt mehr als Layer 1, gell? Und wenn wir da mal hineinschauen, gell? Oder so, also wir sehen hier, ja, hier ist er auf Layer 1 dargestellt, gell? Und er schaut aus, ja, wie ein Switch, gell? Also hat halt auch so ein Gerät mit N-Ports, gell? Und ja, wenn wir da jetzt die logische Topologie betrachten, dann ist das eigentlich eine Topologie, die nicht eine Sterntopologie darstellt, logisch, sondern eine Bustopologie. Gell, wo jeder mit jedem ja nicht nur sprechen kann, sondern auch alles hört. Jeder bekommt von allen anderen alles. Und das, so funktioniert eigentlich der Bus. Und so haben sie den Hub funktionieren lassen. Gell. Und ja, das ist also nicht so ganz das Tolle gewesen. Gell. Man hat das, ja, man hat zwar auch kaskadieren können, gell, also einen hintereinander schließen unter bestimmten Voraussetzungen und Entfernungen. Gell. Aber irgendwann, ja, sind die Switches gekommen. Und die Switches, die waren am Anfang einfach teuer. Gell? Also die waren wirklich teuer. Gell? Hat man dann vielleicht für einen kleinen Hub 100 Euro bezahlt, hat man für einen kleinen Switch 1000 Euro bezahlt. Gell? Also es war einfach unverschämt teuer. Und dann irgendwann mal, so vor 20 Jahren oder so, hat sich das Blatt plötzlich gedreht. Gell? Da sind plötzlich die Switches nicht mehr teurer geworden, gewesen. Gell? Also ungefähr gleich teuer wie ein Hub. Und dann haben die Leute begonnen, Switches einzusetzen. Gell? Und mit dem Switch können wir jetzt ein Stern nach Definition bauen. Gell? Und ja, also ein Stern, der wirklich Stern ist, gell? Wo man also zwei Geräte über einen Switch miteinander verbinden kann, zum Beispiel, ohne dass die anderen das Ganze mitkriegen da. Gell? Das ist ein Switch, gell? Und dafür muss er auf Layer 2 arbeiten. Er muss die Möglichkeit haben zu verstehen,
woher die Pakete kommen und wohin sie müssen. Und dafür muss er die MAC-Adresse lesen. Und er muss die MAC-Adresse lesen und er muss auch wissen, auf welchem Port welche MAC-Adressen liegen. Gell? Und das trägt er dann in so Tabellen ein. Gell? Also Tabellen, in denen er dann lernt, auf welchem Port welche Geräte mit welchen MAC-Adressen eben liegen. Und nur mit dieser Tabelle der MAC-Adressen, gell, weiß er dann, wo die Pakete hin müssen, wenn er eines bekommt. Gell? Mhm. Jo. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber ich habe noch nie einen Switch konfigurieren müssen und ihm sagen, gell, wo die MAC-Adressen liegen. Gell? Ja, das müssen wir auch nicht, gell? Weil der Switch lernt es selbst. Wenn der Switch einen Empfänger da hat, den er noch nicht kennt, gell, weil er diese MAC-Adresse noch nie gesehen hat, dann sagt er einfach, ja, frage ich halt alle, einer wird mir schon antworten. Und so ist es auch, also wenn also ein Switch einen Empfänger irgendwo in seinem Paket entnimmt, den er noch nicht kennt, dann sendet er das einfach an alle Ports. Und und irgendjemand wird sich da schon betroffen fühlen, gell? Also ja, wenn wir da einen Namen in die Klasse hineinrufen, gell? Also wenn jemand der Daniel ruft, gell? Dann hat er gute Chance, dass jemand antwortet in der Klasse, gell? Ja. Und wenn also im Switch ein Paket kommt mit einer Empfängeradresse, die der Switch noch nicht kennt, dann hat er eine gute Chance, dass er den kennenlernt, wenn er da einfach mal diese Adresse auf alle Ports hinausruft. Gell? Also er gibt einfach das Paket weiter. Und weil eben die Kommunikation darauf beruht, dass eben die Geräte dann meistens auch antworten, gell? Dann lernt er, wo dann diese Adresse effektiv ist, an welchem Port. Gell? Und das ist das, was der Switch dann macht. Und das geht eigentlich recht schnell. Gell? Wenn also ein Switch zum Beispiel den Strom verliert, gell? Und man schaltet ihn wieder rein, dann geht es recht schnell. Und der Switch lernt wieder, wo die Geräte sitzen. Gell? Und das lernt er, indem er die MAC-Adressen aus den Paketen eben liest. Und mit den MAC-Adressen weiß er dann, wo es hin muss. Gell? Ja. Das sind dann Layer 2 Switch, gell? Jetzt bei den Switches, gell, es gibt schon sehr, sehr einfache Switches, die das eigentlich nicht können. Die können vielleicht nur die Kollisionen vermeiden. Also, ja, wenn wir irgendwo einen Switch für 15 Euro mitnehmen, dann dürfen wir uns nicht zu viel erwarten, gell? Okay. Also der kann vielleicht Kollisionen vermeiden, aber er lernt vielleicht nicht, wer wo sitzt. Und ja, es gibt auch Switch, die können mehr. Die können Layer 3. Gell? Und in Layer 3 haben wir gesagt, gell? In Layer 3, da sind die IP-Adressen zu Hause. Das heißt, es gibt also Switch, die lernen die IP-Adressen kennen. Gell? Die können also nicht nur mit den MAC-Adressen arbeiten, sondern auch mit den IP-Adressen. Gell? Und jetzt wird es lustig, weil eigentlich solche Geräte, die eben auf Layer 3 mit den IP-Adressen arbeiten und sagen, wo es hingeht, das sind eigentlich Router, gell? Und und da wird es dann eng, gell? Was ist denn einer? Ist einer ein Layer 3 Switch oder ist dann ein Router, gell? Also ein Layer 3 Switch, gell, der wird in seiner Funktionalität immer mehr zum Router. Und wenn man heute so einen tollen Managed Switch kaufen, gell, der, was weiß ich, fast 1000 Euro oder so kostet, oder in der Größenordnung ist, gell, oder auch, was weiß ich, 500-600 Euro, dann haben wir einen Switch, der normalerweise Layer 3 ist, gell, der also auf der Ebene der IP-Adressen mit den Paketen umgehen kann. Und das ist dann eine tolle Sache, gell, also das ist schon ganz cool. Ja, jetzt haben wir da eines ausgelassen, das ist die Bridge, gell, ja. Geschichtlich ist diese Bridge vor dem Switch gekommen. Gell? Also diese Bridge, die hat es schon gegeben, als man eigentlich noch mit Hubs gearbeitet hat oder vor allem mit Hubs gearbeitet hat. Und dort liegt dann eigentlich der wahre Vorteil der Bridge. Gell? Und zwar, wenn man ein Netz hat, und es ist ein großes Netz, gell?
dann hat man mit der Bridge die Möglichkeit, das da in kleinere Netze, in zwei kleinere Netze zu unterteilen. Und dazwischen gehen wir also eine Verbindung über eine Bridge herstellen. Gell? Ja, jetzt fragt man sich, ja, was soll denn das? Gell? So künstliche Netz verteilen. Gell? Oder wenn wir zwei Netze haben, gell? Stellt sich auch vor, gell? Oder das war mal in der alten Schule, da haben wir mal ein Labor eingerichtet und dann haben wir gerade drunter ein zweites eingerichtet. Gell? Zwei PC-Labors. Gell? Und das war ja damals schon eine coole Sache. Und da wollten wir die verbinden. Und da hat man die Möglichkeit gehabt, das mit einer Bridge zu machen. Und das hat dann, man hat es auch mit dem Hub machen können, gell, mit der Bridge, das hat einen ganz klaren Vorteil gehabt. Und zwar, die Labors, die haben ja miteinander nichts zu tun gehabt. Gell. Also es hat ja nicht ein Rechner vom oberen Labor mit einem Rechner vom unteren Labor irgendetwas austauschen müssen. Gell. Und ja, jetzt ist der Datenverkehr ja eigentlich im Labor geblieben. Gell, der Drucker war auch dort, der Server ist dort ansprechbar gewesen. Gell. Und ja, also hat man da das so machen können, dass man einfach das mit einer Bridge dann verbunden hat und der Datenverkehr von einem Labor ist im anderen Labor nicht sichtbar gewesen. Und das war wichtig für die Leistung, gell, weil wenn man einen Hub hat und der Hub würde beide Labors versorgen, gell, dann würde der Datenverkehr aller PCs für alle zugänglich sein und alles hören. Und das würde auch die Leistung dann halbieren. Gell? Also die Leistung würde sich dann über diese zwei Labors, also diese zwei Netze dann verteilen und die Bandbreite würde dann einfach hier auf alle 50 Geräte dann verteilt werden statt auf 25. Gell? Und mit einer Bridge ist möglich, das dann zu verbinden zwar, gell? Aber die Pakete, die normalerweise in einem Netz bleiben, müssen nicht ins andere. Und das kann die Bridge. Gell? Die Bridge kann, wie auch ein Switch, die MAC-Adressen lernen und weiß dann, welche MAC-Adresse in welchem Raum ist. Und nur wenn ein Paket den Empfänger im anderen Netz hat, wird das Paket auch ins andere Netz übertragen. Das ist die Aufgabe der Bridge. Gell? Also ein Paket bleibt in dem Netz, wenn es es nicht verlassen muss. Wenn ein Paket aber von einem Netz ins andere muss, dann erledigt das die Bridge zwischen den beiden Netzen. Gell? Und ja, das da ist eigentlich die Bridge. Und ja, warum wird das heute eigentlich kaum mehr gemacht? Gell? Es wird heute kaum mehr gemacht, oder kann man, ich weiß nicht, sagen, dass es nicht mehr gemacht wird. Aber das ist eine Aufgabe, die sehr häufig ein Switch übernimmt. Gell? Und zwar ein Switch, ein Layer 2 Switch, gell, wird häufig auch wie eine Bridge mit N-Ein- und Ausgängen betrachtet. Gell? Und ja, eine Bridge ist somit nichts anderes als wie ein Switch mit zwei Ports. Und ein Switch mit zwei Ports kann zwei unterschiedliche Netze verbinden. Also könnten wir mit einem Bridge einen Baum aus zwei Sternen bauen. Gell? Das da könnte eine Bridge sein. Und das ist etwas, was man eben früher ja, öfter mal mit einem solchen Gerät gemacht hat. Und später sind dann eben die Switches gekommen. Und die Switches, gell, das waren die wichtigen Geräte. Und die sind es auch heute noch im LAN. Gell? Ja, was ist bei den Switches wichtig? Dass sie die MAC-Adressen an den Ports verstehen und dass sie Tabellen führen, in denen steht, auf welchem Port welche MAC-Adresse eben vorhanden ist. Gell? Und so lernt eben ein Switch sein Netz kennen und weiß, wer wo sitzt. Ja, das war's für diese Einheit. Gell? Bis zum nächsten Mal.